Ja, und damit sage ich dann wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2. Wir waren ja beim letzten Mal in Prag gelandet und von dort werden wir heute schauen, wie es weitergeht. Und wir könnten uns endlich mal wieder einen Sondertransport schnappen, und zwar haben wir einmal entweder die Baggerschaufel oder die Großreifen, und ich würde fast vorschlagen, dass wir die Großreifen nehmen. Die haben nämlich nur 20 Tonnen, da haben wir mit unserem LKW hoffentlich keine Probleme. Wählen die jetzt mal als Navi-Ziel und werden uns die dann als erstes gleich mal abholen. Die sind nämlich etwas außerhalb. 85 Kilometer, so wie es ausschaut. Und dann fahren wir da erst einmal hin. Mit etwas Glück heißt es nämlich auch gleich automatisch, dass ich dann bitte rechts abbiegen. Unser Schlafen und Tanken erledigt hat, weil das ja in der Regel, bevor der Sonderauftrag losgeht, erledigt wird. Aber da lassen wir uns dann einfach überraschen. Jetzt holen wir erst einmal, suchen wir erst einmal die Stelle, wo wir das Ganze abholen dürfen können sollen. Achso, und ich bin ja noch in der Stadt, fällt mir gerade auf. Sollte vielleicht nicht schon wieder zu Beginn der Folge anfangen mit Rasen. Spezialauftrag erledigen und vielleicht noch einen normalen oder je nachdem, was es dann in Nürnberg zu holen gibt. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht mit einem kleinen Kredit noch unsere Garage erweitern können. Und dann vielleicht schon mal einen Fahrer einstellen, der dann hier unseren Truck übernimmt und wir kaufen uns dann einfach einen neuen. Ich habe gerade vor Beginn der Aufnahme mal geschaut, wir haben momentan einen Tagesumsatz, glaube um die 17.000. Da könnte man sich durchaus noch so einen kleinen Kredit erlauben. Aber ja, jetzt schauen wir erst einmal, dass wir die Reifen abgeholt kriegen. Und wie es dann in Nürnberg ausschaut mit Aufträgen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich an einem Bahnübergang bin. Genau, und dann schauen wir einfach mal, ob das finanziell machbar ist. Dann vielleicht demnächst einen neuen LKW und einen zweiten Fahrer, weil ich ja versprochen habe, dass wir uns hier einen schicken Audi reinstellen und dafür die nervige Stimme behalten dürfen, die mich meistens dahin führt, wo ich hin soll. Immer klappt's nicht. Ich habe ja auch schon eindrucksvoll bewiesen, dass ich in der Lage bin, mich trotz Navi zu verfahren. Aber gut, kann demnächst rechts abbiegen. Ja, hin und wieder mal passieren im Eifer des Gefechts. Da müssen wir rechts abbiegen. Nach rechts.
schöne kurvige Straße. Ich freue mich schon, wenn wir da dann mit den Reifen hinten dran wieder runter müssen. Aber erstmal müssen wir die finden. Dass wir uns da dann hier auch wieder runterhangeln dürfen. Genau, denn ich wollte es gerade sagen, wahrscheinlich wird jetzt hier irgendwo vorne ein Feldweg sein, der uns dann auf ein Fabrikgelände führt. Oder ähnliches. Und da werden wir dann wohl die Reifen finden. Haben ihr Ziel erreicht. Schauen wir mal, ich glaube. Genau, wir sollten uns hier anmelden. Das war ja die guten Wulmer. Genau, wir werden betankt und dürfen auch gleich ausruhen. Und kriegen dann mal schick die Reifen hinten dran getackert. Und während die Jungs hier mit Verladen beschäftigt sind, gönne ich mir noch ein Schlückchen Kaffee. Und dann würde ich sagen, dann legen wir mal los. Geht ja schon ganz gut. Los, die ziehen uns erst einmal nach hinten Richtung bergab. Obwohl ich extra die gewählt habe, die nicht ganz so schwer sind. Und dann schauen wir mal, tasten wir uns mal langsam vor auf die asphaltierte Straße. Ich nehme an, dass an der Kreuzung unsere Begleitfahrzeuge warten. Dann hoffentlich auf Asphalt auch ein bisschen zügiger vorankommen. Und dann machen wir uns auf den Weg Richtung Nürnberg. Ich mache mal das Licht aus, aber unsere Rundumleuchte an. Blinkies dran, genau. Wir haben noch keine Rundumleuchte oben drauf, aber zumindest unsere Warnleuchten vorne. Und wenn wir sie schon haben, benutzen wir sie auch. Unsere Begleitung stoßen werden. Wir biegen auch schon mal links ab, das ist schon mal sehr schön. Wobei ich jetzt nicht weiß, wahrscheinlich ist die Straße nach links nicht besser als die nach... nach rechts nicht besser als die, die jetzt links war, wo wir hergekommen sind. Dürfte vermutlich genauso eng und kurvig sein. Da hat sich auf jeden Fall schon mal ein wunderbarer Stau gebildet und wir sind schuld. Demnächst rechts abbiegen. Die werden uns alle schon verfluchen.
Nichtsdestotrotz. Bitte rechts abbiegen. Muss ich jetzt hier aber erst einmal um die Ecke kommen. Ja, und da könnt ihr ruhig gucken. Das hilft aber trotzdem nichts. Wir müssen hier lang. Unser Begleitfahrzeug hinten wird hoffentlich folgen. Da sehe ich nämlich dank der Reifen erstmal gar nichts. Ah ja, doch, jetzt wieder. Ja, bergauf macht so richtig Spaß. Das schon mal merken, falls wir nochmal irgendwo bergauf müssen. Auf jeden Fall schauen, dass wir Schwung mitnehmen können. Und hoffentlich dann nicht so viel Schwung, dass wir unsere Fracht verlieren. Jetzt hat er 21.12 Uhr. Ich habe auf die falsche Uhr geschaut vorhin. Ich denke mir gerade schon, irgendwas stimmt mit der Uhr nicht. Aber alles klar, ich war nur mal wieder hochgradig verwirrt, wie so oft. Da können wir dann ruhig mal mit Licht fahren. Und wir nehmen den Schwung mit für den nächsten Anstieg, dass wir nicht wieder mit 10 km/h da hochzuppeln müssen. Folgen weiter unauffällig unserem Führungsfahrzeug. Was ja mal eindeutig der Vorteil ist von so einem Sondertransport. Wir müssen uns hier eigentlich, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, um nichts kümmern. Wir dürfen uns vorher ausruhen. Wir kriegen die Kiste voll getankt. Wir haben einen, der vorausfährt und uns sagt, wo es lang geht. Wir müssen nur darauf achten, dass die Ladung nicht runterfällt und dass wir dem nicht hinten drauf knallen. Haben dafür allerdings auch den Nachteil, dass wir eigentlich meistens irgendwann bei Nacht unterwegs sind. Und bisher hatten wir zudem auch noch das Glück, immer wenn es schwer und Nacht war, hat es dann auch geregnet. Momentan möchte ich da noch keine Wetten drauf abgeben, bewölkt ist es zwar schon wieder. Aber so hin und wieder können wir ja auch mal Glück haben. Vielleicht dürfen wir ja auch mal im Trockenen. Unsere Sonderfracht abliefern. Wäre ja auch mal ganz schick. Aber ja, ich will es noch nicht verschreien. Jetzt lassen wir es erstmal dunkel werden. Dann werden wir ja bald rausfinden, was die Wolken hier. Die Wölkchen da hinten machen.
Wenn es nur bergauf geht, ist natürlich auch ein bisschen schwierig mit Schwung mitnehmen, ne? Uns da jetzt einfach mal dran. Wahrscheinlich dürfen wir da jetzt dann eh gleich irgendwo auf die Autobahn wechseln. Das Schild schaut zumindest schon so autobahnmäßig aus. Wobei ich jetzt aber fast glaube, dass damit hier die Tankstelle gemeint ist und die ist definitiv noch nicht an der Autobahn. Schlafen und tanken trifft uns ja diesmal Gott sei Dank nicht. Das haben wir schon vor der Abfahrt erledigt. So, dann passieren wir jetzt hier die Grenze. Fahren weiter auf deutschem Boden. Ich gehe aber nach wie vor davon aus, dass wir uns jetzt hier nicht bis Nürnberg über die Landstraße schlängeln müssen. Holla, die Waldvieh. Das rumpelt aber deftig. Muss ich direkt bei Zeiten mal gucken. Ich habe bis jetzt ist mir noch nie so Bahnübergänge aufgefallen. Entweder sind die neu oder ich habe sie bis jetzt geflissentlich wegignoriert. Aber so wie das hier gerade geholpert hat, glaube ich, hätte ich das gemerkt. Gut, wir waren jetzt natürlich auch noch nicht super extrem auf Landstraßen unterwegs. Und so ein Bahnübergang auf der Autobahn ist ja dann doch eher selten. Deswegen, vielleicht haben wir auch einfach irgendwie nur Glück gehabt. Kann natürlich sein. Warum ich jetzt hier mein eigener Begleiter so dermaßen ausbremst, ist mir auch ein Rätsel. Weil wir müssen hier ja schließlich auch die Steigung schaffen und das macht nicht so viel Sinn, wenn wir da dann mit 10 km/h anfahren. Okay, andererseits dürfen wir natürlich jetzt da eh auf die Autobahn, das heißt, wir müssen sowieso ordentlich abbremsen. Sonst schaffen wir den engen Kringel da vorne nicht. Und wir wollen ja jetzt auch nicht wirklich demnächst rechts abbiegen. Unsere Reifen im Graben platzieren, sondern schon in Nürnberg abliefern. Bitte rechts abbiegen. Den Schnörkel hier. Wobei der ja noch relativ human ist. Ich glaube, da habe ich schon deutlich schlimmere erlebt. Letztes Stückchen Autobahn vor uns.
einmal hinter unserem Begleitfahrzeug durchs Dunkel. Wir müssen uns leider weiterhin an die 60 halten, auch auf der Autobahn. Aber wir haben dafür nur noch gute 100 Kilometer. Und was tut man nicht alles, wenn die Kohle stimmt? Zuckeln wir halt auch mal mit 60 durch die Nacht. Ich hoffe, der fängt jetzt hier nicht wieder an, mich auszubremsen, weil sonst... Komm, geht eh schon wieder bergauf, gib ein bisschen Gas, sonst bleiben wir hier hängen. Dass ich ein bisschen schneller dran bin, als ich dürfte. Aber man muss ja jetzt einen Strich 60 fahren. Es braucht ja, wie gesagt, auch ein bisschen Schwung für die Steigungen. Schön kleiner Grafikbug, ein Busch mitten auf der Autobahn. Gut, dass es Nacht war, wir haben es nicht so genau gesehen. Ignorieren das Ganze weg. So, wie schaut's aus? München, Stuttgart, Nürnberg. Wir werden uns also vermutlich links einsortieren, denn wir wollen nicht wieder zurück. Oh. Scheinbar wollen wir doch zurück. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts. Gut, halten wir uns rechts. Warum sollte man auch Richtung Nürnberg fahren? Ausfahrt rechts nehmen. Wenn man nach Nürnberg will, macht ja keinen Sinn, ne? Bitte rechts abbiegen. Nein, aber es geht hier nach Nürnberg Nord weiter. Was sie uns allerdings freundlicherweise am ersten Schild nicht verraten haben. Und deswegen ist es schon soweit richtig. Vermutlich werden wir die Reifen ja auch etwas außerhalb abliefern dürfen. Wir haben sie ja auch außerhalb geholt. Also gehe ich mal davon aus, dass das vielleicht irgendwie für, keine Ahnung, Baumaschine oder ähnliches gedacht ist. Und da sind die entsprechenden Baustellen bzw. Lieferorte eher meistens nicht mitten in der Stadt, sondern eher ein bisschen außerhalb. Und ich vermute einfach mal, dass das auch in dem Fall so sein wird. Aber in 70 Kilometern werden wir es rausgefunden haben. Wissen wir, wo wir das Ganze abliefern dürfen. Und ob wir sie auch wieder direkt vor der Tür stehen lassen dürfen, was ja meistens auch ganz nett ist. Bei den Sondertransporten, dass man da nicht Gott weiß wohin reinschieren muss, sondern in der Regel direkt vor der Tür stehen lassen und abladen. Aber ja, 50 Kilometer noch, lassen wir uns überraschen. Und dann werden wir es in Kürze wissen.
Jedenfalls werden wir jetzt vermutlich hier rechts fahren. Blink schon mal. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts. Ausfahrt rechts nehmen. Unsere nervige Dame ist ja jetzt scheinbar ein bisschen eingeschnappt und macht die Ansagen immer erst kurz vor knapp. Keine Ahnung. Demnächst links abbiegen. Ah, und ich liebe diese Steigungen so an der Grenze meiner. Bitte links abbiegen. PS-Leistung. Gott sei Dank muss man nicht stehen bleiben und gucken. Haben auch nur ein bisschen geruckelt zu ertragen. Unser Begleitfahrzeug es geschafft hat, weil ich halt einfach nach hinten gar nichts sehe. Aber jetzt hier in der Kurve sieht man es blinken. Passt also soweit. Wieder Blaulicht. Keine Ahnung, ob wir da dann schon weg müssen oder ob die uns hier nur die Zufahrt frei hält, damit uns keiner von der Seite reinfährt. Schaut aber eher nach letzterem aus. Verlassen wir dann auch hier die Autobahn. Links halten und dann links abbiegen. Die rote Ampel interessiert uns Gott sei Dank nicht. Bitte links abbiegen. Ja, ich werde es aber trotzdem hier nicht einfach so instant abbiegen. Ein bisschen ausholen muss drin sein. Wenn wir schon hier alle Leute haben, die uns die Straßen sperren, müssten wir jetzt auch nicht zwingend uns an jede Spurvorgabe halten. Und dann sehe ich da vorne links auf dem Navi auch schon unseren Zielort. Wir sind sogar zum ersten Mal in Nembech. Ich dachte, wir wären hier schon mal gewesen, aber scheinbar nicht. Und dann gleich mit der Spezialfracht. Dem Straßenverlauf folgen. Damit wir ordentlich Eindruck hinterlassen, falls uns irgendjemand sieht. Links halten und dann links abbiegen. Bitte links abbiegen. Ich werde, wie gesagt, trotzdem lieber ein bisschen ausholen. Tun wir uns nämlich dann viel leichter, dass wir unseren Hänger hier rumkriegen. Demnächst rechts abbiegen. Bitte rechts abbiegen. Und rechts rum natürlich genauso. Wir müssen ja hier nicht unbedingt. Bitte links abbiegen. Mit unseren Reifen. Irgendwo an der Seite entlang schrammen. Reiseziel erreicht.
Fußgängerzone haben wir auch direkt vor der Nase. Wunderbar. Stellen wir doch das gute Stück hier pfleglich rein. Koppeln ab und haben unseren Auftrag damit erledigt. Und damit sage ich dann auch für heute schon wieder Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und ja, bis zum nächsten Mal. Da schauen wir dann mal, wo es weitergeht. Bis dahin. Ciao, ciao.